bin Isi von Tintenwelten und ich habe heute ein ganz besonderes Unpacking für euch. Wie der ein oder andere vielleicht schon auf meinem Kanal oder eben auch bei Instagram gesehen hat, darf ich Bloggerbotschafterin des Deutschen Self-Publishing-Preises 2019 sein. Und da freue ich mich natürlich immens drüber. Ich habe auch schon ein Video dazu hochgeladen, was der Deutsche Self-Publishing-Preis ist. Ich werde euch das natürlich nochmal in der Infobox oder auch auf dem i verlinken, damit ihr da nochmal vorbeischauen könnt, wenn euch das näher interessiert. Heute möchte ich euch aber die Longlist vorstellen, die am 30. Juli bekannt gegeben wurde. Ich darf ja Botschafterin für die Kategorie Sachbuch und Ratgeber sein und werde euch jetzt die Titel vorstellen, die eben nominiert wurden für diesen Preis. Ich habe hier ein großes Paket bekommen und habe das nur aufgemacht und noch nicht reingeschaut. Das machen wir nämlich jetzt zusammen. Und obwohl ich natürlich weiß, welche Titel sich auf der Longlist befinden, bin ich total aufgeregt und freue mich total, jetzt dieses Paket auspacken zu dürfen, weil ich natürlich total gespannt bin, wie die Bücher aussehen und was sie letztendlich natürlich auch für einen Inhalt haben. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Da sind so viele tolle Titel schon dabei und freue mich darauf, euch die in den nächsten Wochen näher bringen zu können. So, machen wir das Ganze mal auf und schauen rein, was drin ist. Natürlich ist jede Menge Packmaterial dabei. Oh, und hier sind einige Goodies mit dabei. Was ist das denn hier? Vom Deutschen Self-Publishing-Preis Gummibärchen, glaube ich. Das sind hier so kleine Tütchen. Da sind ganz, ganz viele von dabei. Die packe ich erstmal ein bisschen zur Seite. Oh, hier unten geht es sogar noch weiter damit. Das ist ja witzig. Also es sind auf jeden Fall ganz, ganz viele Gummibärchen-Tüten drin. So, was haben wir denn noch hier? Hier haben wir Lesezeichen. Ich packe mal eins aus. Auch einen ganzen Stapel davon. Lesezeichen kann man hier nie genug haben. Und hier steht eben auch Deutscher Self-Publishing-Preis drauf. Dann nochmal der Hashtag, unter dem das zu finden ist. Und hinten drauf kann man auch nochmal die ganzen Veranstalter sehen und die Hauptsponsoren. Das sieht so aus. Und so sieht es von hinten aus. Und dann habe ich hier sogar noch ein Zertifikat bekommen, was mich als offizielle Bloggerbotschafterin des Deutschen Self-Publishing-Preises auszeichnet. Das Ganze sieht dann so aus. Cool. Und dann haben wir hier auch noch eine Art Poster, wo dann auch nochmal alle Nominierten der Longlist drauf sind, aber nicht nur für Sachbuch und Ratgeber, sondern eben auch noch die Longlist für Belletristik und Kinder- und Jugendbuch. So sieht es aus und das ist auf jeden Fall auch eine richtig coole Idee. So, was sehe ich hier noch? Ein Button. Oh ja, das ist auch cool. Und zwar sieht man hier auch nochmal Bloggerbotschafter steht drauf und auch nochmal Deutscher Self-Publishing-Preis. Der fühlt sich irgendwie so total weich an, der ist irgendwie besonders beschichtet. Cool. Und wenn ich jetzt hier so reingucke, dann sehe ich ganz, ganz, ganz viele tolle Bücher. Ich werde euch die Cover jetzt immer zeigen und euch dann auch den dazugehörigen Klappentext vorlesen. Und zwar ist das erste Buch von Andrea Drescher, Selbstversorger, Tipps von Oma und Co. Das sieht so aus. Sieht schlicht aus, aber trotzdem irgendwie sehr, sehr schön. Und von hinten sieht das Ganze so aus. Und beim ersten Durchblättern beinhaltet das auf jeden Fall eine Vielzahl von Rezepten und auch ganz, ganz viele Illustrationen, die eben auch so auf die Art und Weise gestaltet sind wie das Cover. Ich lese euch den Klappentext vor. Rezepte für Selbstversorger und solche, die es werden wollen. Gesammelt und aufbereitet in 45 Jahren Selbstkochen und 12 Jahren Selbstversorgung. Der Erwerb dieses Büchleins hilft nicht nur, mit dem Überfluss in Natur und Garten besser fertig zu werden. Er hilft Menschen, die in Kriegsgebieten unter dem Überfluss an Waffen zu leiden haben. Der gesamte Ertrag geht in die Kriegsopferhilfe. Ein klassischer Fall von Kaufen macht glücklich. Das finde ich schon mal eine richtig, richtig coole Sache, eben dass der gesamte Erlös tatsächlich auch gespendet wird. Finde ich richtig, richtig klasse. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt und dann werde ich euch da auch nochmal näher drüber berichten. Das nächste Buch ist ebenfalls ein Kochbuch und zwar von Carina Booth-Peckham. Peckhams Kochbuch Band 3 Yummy Desserts. Und ich finde, dass das total schön aufgemacht ist. Guck mal, so sieht das aus. Ich finde es richtig, richtig cool. Und von hinten sieht das so aus. Ich habe auch schon gesehen, dass die Autorin einen YouTube-Kanal hat
Und dass sie auch bei Instagram vertreten ist und dort auch immer wieder Rezepte oder so postet. Und sie hat, glaube ich, auch einen Blog, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Der Klappentext lautet: Klassisch, Low Carb, Paleo, Vegan, Glutenfrei, Laktosefrei. Alles geht. Band 3 der Peckhams Kochbuchreihe bringt mit variablen Back- und Dessertrezepten alle an einen Tisch. Außerdem steht auch drauf: Mit Video zum Rezept. QR-Code scannen und ausgewählte Rezepte online anschauen. Das finde ich auch eine richtig, richtig coole Idee. Das Ganze ist ja ein Hardcover und wenn man jetzt den Schutzumschlag abmacht, sieht es auch richtig, richtig genial aus. Echt sehr, sehr schön aufgemacht. Also das gefällt mir optisch schon mal richtig, richtig gut. Und ja, es ist eben ein Kochbuch, ne? Also sind dementsprechend auch sehr, sehr viele Rezepte enthalten und wenn ich jetzt da so durchblätter, dann kriege ich direkt Hunger. Also das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr interessantes Buch. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Dann geht es tatsächlich weiter mit dem nächsten Kochbuch. Und zwar ist das nämlich von Mini und Laura. Umami, vegan, japanisch kochen. Band 2. Das sieht so aus. Das ist auch echt witzig aufgemacht irgendwie. So von außen und von hinten sieht das Ganze so aus. Da werde ich euch den Klappentext natürlich auch nicht vorenthalten. Noch mehr Japanisch. Im zweiten Band von Umami findest neben weiteren typisch japanischen Rezepten, die du aus Manga und Anime kennst, auch viele Yoshoku, von westlichen Gerichten und Zutaten inspirierte Gerichte sowie japanische Hausmannskost. Aber auch einige Klassiker aus Japan, die nicht mehr in den ersten Band passten, erhalten dieses Mal den ihnen gebührenden Platz. Du merkst, wieder ist für jeden Geschmack etwas dabei. Viel Freude beim Kochen. Ja, klingt auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Da sind dementsprechend auch viele Rezepte drin enthalten und auch hier ist der erste Eindruck schon mal positiv, denn auch von innen sieht es richtig, richtig cool aus. Ja, auch ein Buch, was mich interessiert und was ich cool finde und wo ich natürlich auch gerne mal das ein oder andere Rezept draus probieren würde. So, dann machen wir mal weiter mit einem etwas kleineren Buch, aber glaube ich einem ziemlich wichtigen Buch. Das heißt nämlich Kleine Gase, große Wirkung, der Klimawandel von David Nelles und Christian Serra. Kurz, anschaulich und verständlich steht drauf. Das sieht so aus, wie gesagt, ihr seht schon, es ist klein. Und recht dünn. Wie eben der Titel schon sagt, geht es hier halt eben um den Klimawandel und um Umweltschutz und das Ganze halt eben wahrscheinlich prägnant erklärt, sodass es einfach auch jeder verstehen kann. Das hoffe ich jedenfalls. Also es sieht auf jeden Fall beim ersten Durchblättern schon ziemlich interessant aus, hat sehr, sehr viele Illustrationen, Grafiken drinne. Und ich glaube, dass das sehr, sehr interessant sein wird. Das werde ich mir wahrscheinlich auf jeden Fall näher angucken. Bin ich sehr gespannt drauf. Das nächste Buch ist was komplett anderes. Das heißt Roll On, das war's dann wohl mit Frauenheld von Lars Höllerer. Das sieht so aus. Eine berührende Geschichte zwischen Lachen und Weinen. Es ist ein sonniger Tag im Mai 1991, als Lars, gerade mal 21 Jahre alt, mit seinem Motorrad verunglückt. Die Diagnose vom Hals ab, querschnittsgelähmt. Nach anfänglichen Depressionen und Selbstmordgedanken lernt er, sein Schicksal zu akzeptieren und findet seine neue Erfüllung in der Malerei mit dem Mund, in der er es bald schon zur Meisterschaft bringt. Mit Witz, Selbstironie und einem Schuss schwarzem Humor erzählt er aus seinem Leben. Von der Unausweichlichkeit des Schicksals, von der mehr als einjährigen Reha, vom Neubeginn und dem Studium der Ölmalerei. Von skurrilen und dramatischen Begebenheiten im Leben eines Rollis, von schusseligen Zivis und abenteuerlichen Reisen. Von der wunderbaren Unbefangenheit, mit der Kinder ihn ausfragen. Und von der Liebe. Ich finde, das klingt sehr gut und sehr interessant. Und das ist ja ein schweres Schicksal, was den Autoren dort getroffen hat. Und wie er damit umgegangen ist und jetzt aktuell eben auch noch umgeht, interessiert mich auf jeden Fall sehr. Ich habe auch schon mal im Internet ein bisschen nach dieser Malerei mit dem Mund geschaut. Da hat er nämlich auch eine eigene Website. Und ja, bin ich natürlich sehr gespannt. Das nächste Buch, was ich hier für euch habe, ist von Matthias Veit oder Veit. Ein Mann steht seine Frau, Papa macht Teilzeit, Mama Karriere und das Kind, was es will. Auf jeden Fall schon ein ziemlich witziger Titel, finde ich. So sieht das Ganze aus. So sieht es von hinten aus und auch da gibt es einen Klappentext, den ich euch vorlese. Es geht auch andersrum.
Um seiner Frau in einem DAX-Konzern den Rücken frei zu halten, schlüpft der ehemalige ARD-Reporter, WDR-Redakteur und Grimme-Preisträger Matthias Veit nach der Geburt der gemeinsamen Tochter in die klassische Mutterrolle. Ein geregelter Job in Teilzeit macht es möglich. So taucht der Rheinländer, geboren und aufgewachsen in Köln, angeblich freiwillig wohnhaft in Düsseldorf, ein in die Welt der Kitas, Kinderkrankheiten und Erziehungskämpfe, während die Ehefrau selbst nach Feierabend noch Controllerin bleibt und als Familienaufsichtsrat und Head of Household den Soll-Ist-Vergleich von Wäschebergen und Kindergeburtstagsvorbereitung abfragt. Ja, Schatz, wird sofort erledigt. Also ich finde, auch das klingt sehr interessant. Und auch das interessiert mich sehr. Ja, ich sage das jetzt zu jedem Buch, aber es ist halt eben tatsächlich so, dass mich einfach jedes dieser Bücher voll interessiert, denn die klingen einfach alle so gut, finde ich. Und ich freue mich halt eben, dass ich dazu beitragen kann, dass diese Bücher eben bekannter werden und hoffe, dass euch all diese Bücher auch genauso interessieren wie mich halt eben. Das nächste Buch ist auch wieder was komplett anderes als die Bücher bisher und das ist nämlich von Bernd Kleinschroth, Naturfotografie, meine Tipps aus über 10 Jahren an der Kamera. Und das sieht so aus mit dem süßen Kaninchen vorne drauf. Ja, von hinten sieht so aus, da steht dann drauf, was man genau in dem Buch erwarten kann. Die Naturfotografie stellt mit ihren zahlreichen Facetten ganz eigene Anforderungen an den Fotografen und seine Ausrüstung. Dieses Buch vermittelt praxisnahe Tipps aus dem Alltag eines Naturfotografen und klärt häufige Fragen. Unter anderem werden folgende Punkte behandelt. Wie starte ich mit der Naturfotografie? Welche Ausrüstung brauche ich? Kamera, Objektiv, Stativ und Co. Pirsch oder Ansitz? Wie nähere ich mich Tieren? Fototouren planen. Wie fotografiere ich Rehe oder andere Tierarten? Wann ist welche Tarnung erforderlich? Welche Bildgestaltungsregeln gelten in der Naturfotografie? Wie viel Bildbearbeitung ist erlaubt? Und was muss ich als Naturfotograf rechtlich beachten, wenn ich in der Natur fotografiere? Das klingt auf jeden Fall auch schon mal nicht schlecht und beinhaltet ganz bestimmt viele nützliche Tipps und auch viele Naturfotografien. Das ist auch ein Buch, was bestimmt sehr, sehr spannend ist. Natürlich darf auch ein Reisebuch nicht fehlen. My Highlands, Isle of Skye, die schönsten Sehenswürdigkeiten von Stefan Goldmann mit der Insel Raisay. Bin mir nicht so sicher, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Plus Infos zu Anreise, Geschichte, Aktivitäten und Klima. Das Ganze sieht so aus. Das ist eben ein Reiseführer über Schottland, der wohl ziemlich viele Fotos enthält und viele Sehenswürdigkeiten vorstellt. Und da sind auch 4 Tagestouren drin enthalten. Und ich lese euch auch hier nochmal kurz den Klappentext vor. Der Reiseführer zeigt die wichtigsten Sehenswürdigkeiten auf der Isle of Skye und der benachbarten Insel Raisay. Dort, wo Schottland am schönsten ist. Die Isle of Skye vor der Westküste Großbritanniens verzaubert ihre Besucher mit einer einzigartigen Landschaft, die es nirgends sonst so gibt. Dunkle Berge, schroffe Küsten und saftig grüne Hügel. Dazu einen guten Schluck Whisky aus den heimischen Brennereien und ein wohlwollendes Kopfnicken der Einheimischen. Dieser Reiseführer vermittelt alles Wichtige für die Reise zur Insel des Nebels und ihrer Nachbarin Raisay. Ja. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr toll, finde ich. Also für Reiseführer, Reisen generell und auch Reisevideos oder so bin ich auf jeden Fall immer zu haben. Und ich glaube, dass auch Schottland sehr, sehr schön ist und freue mich auch hier auf die Lektüre. Und das nächste Buch ist sowas von dünn. Also das hätte ich nicht erwartet, dass das so ein schmales Büchlein ist. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehr interessantes Thema, was mich auch total interessiert. Und zwar ist es nämlich von Eva Baumann, Autismus, eine Bedienungsanleitung. Und das sieht so aus. Und guck mal, wie dünn das ist. Süß. Diagnose Autismus. Was für Autisten selbst oft Erleichterung mit sich bringt, weil das Anderssein endlich einen Namen hat, wirft für Freunde und Angehörige oft Fragen auf. Wie gehe ich mit Autisten am besten um? Welchen Herausforderungen stellen sie sich tagtäglich, bei denen ich unterstützen kann? Die Autorin führt in liebevoll illustrierten Artikeln durch die Welt der Autisten. Sie erklärt aus der Sicht einer Asperger-Autistin die so anders wirkende Gedanken- und Gefühlswelt und gibt konkrete Handlungsvorschläge, die das Verstehen und den Umgang mit den Autis erleichtern können. Nimmt die Fremdheit, gibt Verständnis. Brückenbau gelungen. Ist noch ein Zitat, was unten drunter steht.
Und wenn man hier so durchblättert, ist es einfach total schön aufgemacht. Also es sind echt super süße, super schöne Illustrationen drin, verschiedene Schriftarten und es sieht echt ganz, ganz toll aus. Das ist auch auf jeden Fall ein Buch, was ich total interessant finde. Und jetzt haben wir hier noch zwei weitere Bücher drin, die sich ebenfalls mit Erkrankungen beschäftigen. Und zwar einmal Angst. Was hilft wirklich gegen Angst und Panik? Die effektivsten Strategien aus Sicht der Forschung. Das ist geschrieben von Diplompsychologe Eskil Burg. Das sieht so aus. Ja, und auf jeden Fall für mich persönlich auch ein sehr, sehr interessantes Thema, finde ich. Also ich finde sowieso psychische Erkrankungen total spannend und wie die so ausgelöst werden, was da passiert im Kopf, im Gehirn und bin da sehr, sehr gespannt drauf. Also das ist auch ein sehr, sehr dickes Buch. Wenn man so durchblättert, sind auch da Diagramme drinne, paar Fotos, Illustrationen und so. Also das ist, glaube ich, schon eher schwere Kost, weil es halt auch so sehr ins Detail geht, glaube ich. Ich habe es ja noch nicht gelesen, ne? Aber ich stelle mir das so vor. Meistern Sie Ängste und Panikattacken mit Hilfe der Wissenschaft. Die für Ängste zuständigen Nervenzellnetzwerke sind veränderbarer, als viele Forscher bislang dachten. Dieses Buch zeigt, welche Angstbewältigungsstrategien aus populären Ratgebern kontraproduktiv sind und welche sich in wissenschaftlichen Studien wirklich bewährt haben. Dank wirksamer Wenn-Dann-Pläne können Sie die beschriebenen Techniken leicht umsetzen, damit Sie die Angst dauerhaft überwinden. Für wen ist dieses Buch geeignet? Für alle, die unter Ängsten leiden, für Angehörige und Freunde, die einem Menschen mit starken Ängsten helfen möchten, für Psychotherapeuten und Coaches, die sich über den neuesten Forschungsstand informieren möchten. Also finde ich mega, da bin ich echt gespannt drauf. Und auch hier kann ich sagen, dass es von dem Autoren auf YouTube Lernvideos zum Thema Psychologie halt eben gibt. Nicht nur jetzt zum Thema Angst, sondern auch zu anderen Themen. Und last but not least habe ich hier noch ein weiteres Buch mit einem in unserer Gesellschaft sehr, sehr aktuellen Thema, nämlich dem Thema Depression. Und das ist von Andy Feind, Gedankengewitter inmitten meines Depressionstornados. Und auch das wieder ein Buch, was mich sehr, sehr interessiert. Das sieht so aus. Ja, es ist halt passend zum Thema, auch irgendwie sehr, sehr düster gehalten. Eine Depression ist wie jeder von uns einzigartig. Andy Feind ist depressiv und das auch noch chronisch. Was mit 16 Jahren durch einen Schicksalsschlag beginnt, zieht sich wie ein dunkler Faden durch sein Leben. Zweifel, Rückzugstendenzen, Selbsthass, Verluste und Suizidgedanken begleiten ihn auf Schritt und Tritt, sofern er überhaupt das Haus verlässt. 2009 beginnt er mit dem Manuskript von Gedankengewitter und legt es aufgrund der Depression nach 13 Seiten in die Schublade. 7 Jahre später beschließt er, das angestaubte Manuskript hervorzuholen, dieses Buch zu vollenden und dem schwarzen Hund endlich zu zeigen, wo es lang geht. Mit schonungsloser Ehrlichkeit, erschreckenden Tatsachen und gelegentlichem Augenzwinkern widmet Andy Feind sich einer Erkrankung, die jederzeit wieder aufflackern kann. Ich finde, das klingt ultra gut. Ich finde es super spannend, das Thema. Und auch da bin ich natürlich sehr gespannt drauf. Dem ganz besonders aufmerksamen Zuschauer wird jetzt vielleicht aufgefallen sein, dass ich euch nur 11 Titel vorgestellt habe, obwohl ich euch 12 versprochen habe. Das liegt daran, dass einer der Titel wohl irgendwie noch nicht lieferbar war oder so. Der wird nachgeschickt. Und den werde ich euch jetzt über hier nochmal einblenden, damit die Longlist sozusagen komplett ist und ich euch alle Bücher schon mal wenigstens kurz vorgestellt habe. Und zwar ist es nämlich der 5-Minuten-Urlaub, das genial einfache Entspannungskonzept für jeden Tag. Und zwar ist es von Claudia Graser. Das Buch beschäftigt sich halt eben so mit kleinen Auszeiten im Alltag, die dann eben auch zur Ausgeglichenheit und zum Stressabbau führen sollen. Und naja, ich bin auch sehr gespannt auf dieses Buch, wenn es dann hier ankommt. Und 5 Minuten kann man ja mal jeden Tag, würde ich sagen, entbehren, wenn es denn dann dabei hilft, sich täglich eine kleine Auszeit für sich selber zu nehmen. Also, ich finde jedes dieser Bücher einfach total toll. Die sind alle super schön irgendwie aufgemacht mit viel Liebe. Man muss ja bedenken, es geht sich hier um den deutschen Self-Publishing-Preis. Das heißt also, all diese Autoren haben das selber veröffentlicht. Und das finde ich super toll, dass dann solche Bücher letztendlich dadurch entstanden sind, mit so viel Liebe umgesetzt. Die haben tolle Cover, die haben eine wunderschöne Aufmachung, teilweise eben auch von innen mit Illustrationen, Zeichnungen, Diagrammen. Da steckt so viel Arbeit und Herzblut drinne.
Und ich finde es einfach toll und mutig, sowas dann im Self-Publishing eben umzusetzen. Und wie gesagt, ich bin froh, dass ich die Autoren und Autorinnen dabei unterstützen kann, dass die Bücher eben bekannter werden, dass Self-Publishing generell halt anerkannter ist. Ich möchte natürlich am liebsten alle Bücher lesen. Es sind aber eben 12 Stück an der Zahl. Das Gute ist, dass die alle ja relativ schmal sind, relativ dünn sind. Es ist aber eben auch teilweise harte Kost dabei. Gerade halt eben, wenn es zum Beispiel um Depressionen, Angst- und Panikstörungen oder auch Autismus zum Beispiel geht. Das ist ja nichts, was man mal eben so durchliest. Also da muss man sich ja schon wirklich dann auch mit beschäftigen. Trotzdem möchte ich euch aber so viele wie möglich dieser Bücher dann tatsächlich noch ein bisschen näher vorstellen. Und das wird in den nächsten Wochen dann passieren. Mich würde natürlich auch jetzt an dieser Stelle besonders interessieren, welches der Bücher für euch dann am spannendsten klingt, wo ich dann vielleicht auch etwas ausführlicher darüber berichten werde. Denn ich glaube, dass es letztendlich wirklich schwierig ist, alle Bücher tatsächlich in den nächsten Wochen zu lesen. Aber ich bin natürlich stets bemüht. Und ja, es wäre eben interessant zu wissen, was euch am meisten interessiert, dann kann ich nämlich da auch Prioritäten setzen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber, Botschafterin für diesen tollen Preis sein zu dürfen und eben auch für diese tollen Bücher. Und freue mich sehr auf die nächsten Wochen, freue mich sehr auf die Lektüre und ihr werdet sowohl hier auf diesem Kanal mehr über die Bücher erfahren, als auch auf Instagram. Also falls ihr mir da vielleicht noch nicht folgt und das vielleicht noch nachholen möchtet, da würde ich mich sehr darüber freuen. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!